Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich würde sagen, einfach mal mitgenommen. Der Umzug rückt näher, die Zeit wird immer enger, also müssen wir Gas geben. Ich habe bei der Arbeit, beim Hof einen fetten Restmüllcontainer stehen. Da muss ich mich heute um kümmern, der braucht Zuneigung. Heute mal ohne Anhänger unterwegs, nur mit dem Pickup, weil wir jetzt erst noch mal schnell zu Andi müssen. Der hat noch was Schönes für mich, also geben wir Gas. Auf geht's. Jo, ich war gerade schon mit Yoshi laufen. 3 Kilometer im Schneeregen. Wir haben es 3 Grad und Schneeregen dabei, Eisregen dabei, jetzt gerade ist trocken. Und jetzt geht's erstmal, wie gesagt, zu Andi. Dann geht's zum Hof und da müssen wir heute ein bisschen was schaffen. Ne? Aber wie gesagt, mitgenommen und dann zeige ich euch gleich nochmal, was auf dem Acker los ist. Fragen ja auch immer viele nach, was ist mit hier Joke seiner Grüppelspur, seinem Graben. Wie zieht der Wasser? Das sehen wir da alles. So, dann bin ich gerade auf dem Weg von Andi zum Hof und auf der Ladefläche, wie man sieht, haben wir auch schon ein bisschen was drauf liegen. Dazu kommen wir gleich noch mal kurz. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade gemerkt, hey, was ist denn hier mit der scheiß Luft los? Wieso wird die nicht leiser? Hier, ich kann hier einstellen, was ich will. Immer die gleiche Lautstärke. Ganz aus. Und mache ich auf Stufe 1. Fängt der gleich an zu pusten. Nun muss ich auf jeden Fall erstmal gucken, was das wieder für ein Problem ist, weil Lüftung nicht verstellen ist ja richtig Käse. Hat auch nichts mit der Temperatur zu tun. Es funktioniert auch noch die Temperaturregelung, nur der Lüfter funktioniert halt nur noch auf einer Stufe. Damals beim 2er Golf und bei meinem Mercedes, glaube ich, bei meinem W202, da lag das mal an einem Igel. Das ist so ein Widerstand, der nennt sich Igel. Der heißt Igel, weil er ganz viele Zacken drauf hat, ganz viele Pins, die zum Kühlen da sind. Der sitzt im Lüftungsschacht, dieser verstellbare Widerstand. Und der hat so eine Leistungsaufnahme, dass er so heiß wird, dass er im Lüftungskanal gekühlt wird. Deswegen heißt der Igel. Und der war da kaputt. Ich weiß nicht, ob der das hier bei der Klimaautomatik auch so hat, so geregelt wird. Und vor allen Dingen, wo sitzt das hier drin, ne, in diesem ganzen... Klotz. Keine Ahnung, wie man da rankommt. Ne? Also, es wird nicht langweilig mit den alten Kisten. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal zu meinem Lieblingsbäcker und dann geht es zum Hof. Dann gibt es erstmal ein Käffchen, dann gibt es erstmal ein Brötchen und dann wird gearbeitet. Dann wollen wir mal gucken, was die Lüftung sagt. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich dachte ja beim Neustart ist dann Feierabend, dass es wieder gut ist, aber ne. Was soll's? Brötchen sind auf jeden Fall am Start von meinem Lieblingsbäcker. Tatsächlich kennen ja die einen oder anderen. Sogar Urlauber aus was weiß ich wo weg, die dann hier in der Region ab und zu mal Urlaub machen, die kennen sogar diesen Bäcker. Ganz interessant. Naja, wie dem auch sei, auf geht's zum Hof. Beim Hof angekommen, windiges Wetter und siehe da, da ist meine neueste Errungenschaft. Danke Andi. Ein Ölfass. Was habe ich mit dem Ölfass vor? Daraus würde ich was basteln. Das zeige ich euch dann mal dann und wann. Guck, und das war gerade leer. Und deswegen rief er mich an. Brauchst du eins? Jo, alles klar. Vielen Dank an dieser Stelle. Bastel ich mir was Schönes draus. Genau, ich habe derweil da vorne noch einen Holzhaufen liegen. Kann ich euch mal kurz zeigen. Ich denke mal, mit dem Wind sollte das gehen, mit dem Media-Mod. Das war das, was immer bei mir unter der Tanne lag. Und das habe ich jetzt hierher geholt, das muss ich noch klein schneiden. Und dann kann ich euch gleich noch mal kurz da hinten zeigen, wie es da hinten aussieht. Das mache ich aber nach dem Kaffee, erstmal frühstücken und André Hallo sagen und dann geht das gleich los. So, dann wollen wir mal gucken, Heizung anmachen. Nicht, dass die Jungs frieren, wobei der Puffer, kann man das sehen? Ja, ne? 53 Grad, 53, 51 und der zweite ist auch noch warm, so kalt ist er noch nicht. Merkt man gut, dass André momentan die Fußbodenheizung mehr oder weniger aus hat. Fußbodenerwärmung ist es ja. Und die Heizkörper auch, weil er gerade am Fliesen ist. Und der Maler ist auch da. Und dann darf natürlich dann nicht so heiß geheizt werden. Und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt, warum ich so viele Pufferspeicher habe. Da fragen ja ganz viele nach. Wieso 4000 Liter? Und was auch gefragt wird, was willst du denn mit 4000 Liter Wasser, Brauchwasser? Das ist auch zum Duschen, ja, das ist aber alles unser Heizungswasser. Die ganzen Puffer, das ist alles Heizungswasser. Das Wasser fließt, das Wasser, was hier drin ist, fließt quasi durch die Heizung.
Es wird allerdings auch Heizungswasser dafür genutzt, durch einen Wärmetauscher wird das dann geleitet, gepumpt und das erwärmt dann unser Brauchwasser. Deswegen haben wir auch keine, also hast du keine Legionellengefahr, weil, habe ich Holzspäne hier drin, ja, weil das Wasser, was irgendwo in irgendwelchen Speichern steht oder in irgendwelchen Leitungen, da können sich Legionellen ansammeln, gerade wenn das unter 60 Grad ist, ne? Bei uns ist es anders, bei uns wird das wie gesagt durch einen Wärmetauscher gejagt vorher. Somit hast du dann halt keine Probleme damit, ne? Das ist ganz cool. Funktioniert tadellos, habe ich euch auch mal gezeigt und habe ich auch, glaube ich, mal in dem Video von der alten Heizung gezeigt. Da haben wir das nämlich auch schon und das funktioniert echt, echt gut. Da kannst du eine Badewanne vorlaufen lassen, ich kann gleichzeitig duschen und du hast immer warmes Wasser. Genau, auf jeden Fall habe ich 4000 Liter. Warum habe ich so viel Pufferspeicher? Reichen doch auch theoretisch 2 oder 3. 3000 in diesem Fall würden vollkommen reichen, ja. Aber mit 4000 Liter ist für mich meiner Meinung nach komfortabler. Ob es wirklich so ist, werden wir erst sehen, wenn wir hier wohnen und das hier permanent nutzen. Bis das soweit ist, ja, also weiß ich es jetzt noch nicht hundertprozentig, aber meine Theorie ist, 4000 Liter Wasser ist super, weil wenn der Puffer noch nicht ganz leer ist. Jetzt bei mir zu Hause habe ich 2000 Liter Puffer und 30 kW, das geht auch. Aber wenn ich die Heizung wirklich voll nutzen möchte, dann muss ich die Puffer so weit runterfahren, dass schon wieder drin die Heizung kalt wird. Ne? Und dann kann ich erst wieder nachheizen. Und dann hast du halt immer diese Schwankungen. Und durch diese große Wasseranzahl hier, diese 4000 Liter, erhoffe ich mir, dass ich schon nachheizen kann, wenn die noch nicht kalt sind. So wie jetzt in diesem Fall. Und das werden wir jetzt zusammen feststellen. Ich mache die jetzt an. Jetzt sagt er mir 60%. Das ist aber Quatsch. Das glaube ich, dass das mehr ist, weil er weiß ja noch gar nicht, wie viel. Ja doch, er geht jetzt von der Außentemperatur von der Wasserabnahme, also geht davon aus, wie viel jetzt gerade abgenommen wird. Und da wird ja noch nicht viel abgenommen, weil ja momentan die Heizung aus ist. Ich werde ihn jetzt erstmal auf 60-70% befüllen, obwohl die Puffer noch warm sind. Und werde dann mal gucken zwischendurch. Und dann kann ich immer noch nachlegen. Das Ding hat eine Nachlegefunktion. Fragen auch immer viele nach. Wie funktioniert denn das jetzt? Kann ich euch gleich mal, da mache ich das jetzt mal in diesem Video. Ich erkläre euch das jetzt einfach mal so ein bisschen. Also, das Ding ist, so ist der Brennraum, ne? Kann man das erkennen? Ja, kann man erkennen, ne? Das ist der Brennraum und den fülle ich jetzt bis 60%. Da geht natürlich einiges rein. Jetzt habe ich 60%. Befülle ich bis hierhin, das mache ich jetzt im Einmal. Und dann wird das Holz in einem Stück abgebrannt. Also nicht in einem Stück. Also es ist ein Holzvergaser übrigens. Der brennt eigentlich, ich zeige euch das. So. Eigentlich der eigentliche Brennraum ist das hier unten. Das heißt, die Flamme geht nach unten hin, hier wird gebrannt. Die heiße Luft geht hier rum zu und da hinten wieder hoch. Quasi hinter die Heizung hoch und da ist dann der eigentliche Wärmetauscher, der halt das Wasser erwärmt. Ne? Genau, deswegen ist es ein Holzvergaser. Holzvergaser brennen ja eigentlich das Gas. Hier oben schmort das immer nur. Deswegen ist das hier auch so kohlig, ne? Und so teerig hier so ein bisschen, weil hier oben kochelt das nur. Ne? Und unten brennt das dann, ja, das Gas brennt halt nach unten. Hier oben wird das nicht, hier oben schwelt das nur vor sich hin. Deswegen sieht das hier oben auch so kuchelig aus und so schwarz und so. Das ist aber ganz normal, ne? Das hat meine andere Heizung auch. Und wirklich brennen tut es dann, wie gesagt, nur hier unten drin. Und das Feuer geht dann hier rum zu. Und deswegen ist es ein Holzvergaserkessel. Deswegen heißt er so, ne? So, dann schnappe ich mir hier mein Holz raus aus meiner Kiste. In diesem Fall mehr oder weniger Buche-Birke gemischt. Da muss ich nochmal gucken, dass ich hier den Boden glatt bekomme. Sprich hier vorne, hier der Beton da hinten ist in Ordnung, aber hier ist halt für den Arsch. Das heißt, das muss ich neu machen, damit ich mit dem Hubwagen die Kiste ganz hier vorgefahren kriege. Ne? Bei der Kiste ist mir damals der Deckel abgeweht, habe ich nicht gemerkt. Das heißt, das ist relativ nass. Das steht jetzt nur hier drin zum Trocknen. Das verbrenne ich nicht. Das steht nur hier drin zum Trocknen, damit, ja, weil das hier schön wärmer, also wärmer ist, damit das vernünftig durchtrocknet. Ne? Das wird dann irgendwann mal verheizt, aber jetzt noch nicht. Die andere Kiste ist, wie gesagt, zum Heizen. Da packe ich jetzt einmal den Ofen voll und dann melde ich mich. Fragen auch immer viele, wie zündet sich das Ding an? Hier ist ein Röhrchen, kann man vielleicht erkennen. Das ist das Röhrchen, wo die heiße Luft rauskommt. Quasi hier der Heißluftföhn und die heiße Luft geht hier rein und da wieder raus. Dann packe ich mir ein Stück Pappe vor, weil der hier noch ein bisschen weiter rausguckt. Der muss noch ein bisschen gekürzt werden. Der gehört eigentlich so auf der Höhe, ja, hier
kurz, dass er kurz hinter dem Black ist. Das ist schon meine andere Heizung auch. Das muss hier nochmal geändert werden und das mache ich selber, ist kein Problem. So, dann mache ich mir hier so ein bisschen Pappe vor. Noch ein bisschen von diesem Zeug wieder vorgelegt. So, und dann kommt da jetzt ein bisschen Holz drüber. So in der Art, ja. Dann mache ich noch ein bisschen mehr kleines Holz. Da muss man nochmal darauf achten, dass man so ein bisschen was leicht entzündlicheres hat. Vielleicht so ein bisschen was kleineres, sowas hier. So, guck, jetzt habe ich das so grob gestapelt. Ich mache da immer keine Messe draus. Also da kannst du einige die stapeln, das ist auch dann echt richtig, ja, Stück für Stück und ganz eng und so. Habe ich noch nie gemacht. Erstmal habe ich jetzt so nur kurze Stücke, weil das Holz noch von vor 2018 ist. Da hatte ich noch keinen Holzvergaser. Und ja, dann haue ich das da rein. Natürlich im Winter, wenn du wirklich die Energie brauchst, dann kannst du das ganz eng stapeln. Umso länger brennt er ja auch. Aber bei dieser Anlage habe ich noch nie, also bei den anderen jetzt, ne, bei diesem weiß ich ja nicht, habe ich aber noch nie Hohlbrand gehabt. Da habe ich noch nie irgendwelche Störungen deswegen gehabt. Das ist eine ganz robuste Geschichte, nicht so eine Jammerlappengeschichte. Liest ab und zu mal, ja, musst du ganz eng stapeln, sonst kriegst du Hohlbrand und dann brennt in der Mitte alles aus und außen bleibt das Holz noch stehen. Nee, gibt's hier nicht, habe ich noch nie gehabt. So eine Anlage kann ich auch nicht gebrauchen, die so, ja, pieselig ist, sage ich mal. Ne? Das funktioniert echt gut. Dann drücke ich hier, mache ich die Bude zu. Mach hier einen, hake den Haken da ab und jetzt macht er eine Unterdruckprüfung, ne? Man kennt es ja. So, das geht recht fix eigentlich. Und dann läuft der Heißluftföhn. Ja, jetzt macht er seine Vibratoren oder wie heißt die Dinger, keine Ahnung, macht er jetzt sauber. Und jetzt brauche ich mich um nichts mehr kümmern, jetzt läuft das Ding und zündet sich jetzt an. Guck, eine Minute später sieht man schon, wie der Schornstein raucht und der hier drin noch fleißig am Anzünden ist. Das ändert sich dann gleich das Display und dann steht hier dieses Flammensymbol. Ja, und dann heizt er an, ne? Ganz entspannt, ja. Und deswegen sage ich auch immer, wenn ihr so eine Anlage kauft, kauft ihr auf jeden Fall mit dieser automatischen Anzündvorrichtung. Einfach nur Gold wert. So, und dann habe ich hier ein 10 Kubikmeter Restmüllcontainer. Da habe ich schon allerhand reingeflackt. An Altholz, klar, kannst du natürlich auch da reinbrennen, aber das ist alles nass und mit Farbe und Leim und Öl. Das willst du auch nicht machen, das gehört sich auch nicht. Das wird fachgerecht entsorgt. So, das kommt alles aus der Ecke. Das muss ich jetzt noch ein bisschen zusammenfegen, weil letztes Mal ist mir das Licht ausgegangen. Hier liegt noch ein Holz, das habe ich auch aus dem Haus raus. Das ist aber noch gut eigentlich. Damit möchte ich gerne meinen Eselstall machen. Und hier sieht man es schon. Die Bude ist rappelvoll mit Baumüll und Pappe und so. Die Pappe wird natürlich extra entsorgt, die ist ja kostenlos zum Entsorgen. Aber dieser ganze Baumüll, Rigips, das ganze Zeug, alte Zementsäcke und sowas, das muss alles da in den Container rein. Also ich habe einiges zu tun. Ich würde sagen, ich melde mich gleich wieder. Die Heizung dampft schon fleißig. Auf geht's. Was ist eigentlich mit dem Wetter los? Jetzt fängt es ja an zu schneien. Das kannst du ja auch nicht ausdenken. Nee. Jetzt geht's ja schon wieder. Gerade eben ging es richtig ab. Da habe ich gedacht, Junge, Junge, es könnte abbrechen. Und ich mache das dann immer so, ich schmeiße mal ein paar Sack rein, steige dann rein und dann hier verteile ich das so ein bisschen, dass ich mehr reinkriege. Das wird zwar nach Gewicht bezahlt, nicht nach Kubikmeter, aber ich will ja so viel wie möglich reinkriegen. Weil ich habe die Befürchtung, wenn die Kiste leer ist, ist der mehr als voll, glaube ich. Naja, wie ihr seht, super Wetter. Ich sehe mal zu, dass wir jetzt ein bisschen weiterkommen hier. Ne? So, ein bisschen später und der Container ist rappelvoll. Alter Schwede, das Ding ist wirklich rappelvoll. Paletten und
was weiß ich, da haben wir noch Möbel gefunden und Altlasten noch von früher, also von der Vorbesitzerin. Oh, Wahnsinn, was da jetzt noch reingegangen ist. Das Ding ist jetzt voll, mehr oder weniger. Da kommt noch ein bisschen Rigips dazu. Das kann ich noch irgendwo dazwischen stecken. Und dann kann das Ding abgeholt werden. Weil noch so einen möchte ich mir nicht gönnen. Die Dinger kosten richtig Kohle. Richtig Kohle. Und ja, das kann ich dann besser nochmal einzeln wegbringen und entsorgen. Pappe, wie gesagt, die ganze Bude hinten ist noch voller Pappe. Das wird auf jeden Fall, ja, das ist ja kostenlos, die Entsorgung. Das muss ich, wie gesagt, wegbringen zur Deponie. Genau, hier ist auf jeden Fall jetzt die Ecke auch mehr oder weniger sauber. Das Holz habe ich wieder noch aufgespart, falls mal irgendwie der Stapler oder irgendein Trecker aufgebockt werden muss. So ein paar Holzbohlen sind immer nicht verkehrt. Zum Aufbocken, die OSB-Platte, die lasse ich auch. Die wird ja mit Gold aufgewogen, die kannst du nicht wegschmeißen. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt Mittag und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann zeige ich euch nochmal das Land. Für den einen oder anderen bestimmt auch ganz interessant, genau 6 Stunden nach Anheizen ist er jetzt am Ausbrennen. Zeigt jetzt hier Ausbrennen an. Und dann machen wir ihn mal auf und dann kann ich euch mal zeigen, wie das hier drin aussieht. Ja. Da sieht man die Glut noch, das Glutbett. Und da sieht man auch schön, dass das nach unten brennt. Wie gesagt, ist jetzt am Ausbrennen, ist gerade ausgegangen. Weil die Puffer sind nämlich voll. Das passte ganz gut mit meinen 60% Puffer 2. Puffer 1, ne? Das kommt ganz gut hin, was er da ausrechnet. Man muss ja immer so ein bisschen, ja, die Anlage kennenlernen, gucken. Bei der anderen Anlage weiß ich auch immer genau, wie viel die braucht, wenn die was anzeigt und so. 60% kommt gut hin, weil, ich meine, wir haben es zwar relativ kalt mit 3 Grad, wie man sieht, aber die Heizungsanlage im Haus, die Heizung ist natürlich jetzt runtergefahren, weil die Fliesen halt gelegt werden. Dann darf das halt nicht so warm sein. Genau, deswegen dazu. Heizungsholzverbrauch im Jahr bei meinem alten Haus so ungefähr im Durchschnitt 22 Raummeter habe ich immer so gebraucht. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nach Holzqualität, je nach Winter. Bei dieser Anlage denke ich, dass ich ein bisschen mehr brauche. Erstmal ist das Haus größer, dann ist die Heizungsanlage größer. Ja, und kommt natürlich auch auf die Holzqualität an und wie das Ganze gedämmt ist. Hier ist eigentlich relativ gut gedämmt. Trotzdem, wie gesagt, Wohnfläche ist ein bisschen größer. Und wir sind ein bisschen dekadent, was das Heizen angeht. Wir haben immer alle Zimmertüren auf. Überall eigentlich durchgehend 22 Grad. Im ganzen Haus. Das kostet natürlich auch in dem Fall Holz. Aber das ist halt so ein Luxus, den wir uns dafür leisten. Das wird man sich mit Gas nie überlegen, überall gleich warm zu haben. Mit Holzvergaser ist das Ganze schon ein bisschen cooler. Ne? Du kannst halt ein bisschen besser heizen, günstiger heizen in dem Moment ja auch, ne? Genau. Wobei günstiger heizen ja auch relativ ist. Das hängt ja davon ab, wie viel oder wo man sein Holz wegkriegt und was man dafür bezahlt. Kriegt man es natürlich kostenlos vom Nachbarn, dann heizt du für den Moment natürlich echt zum Nulltarif. Das ist natürlich dann immer Weltklasse, ne? Genau, so, dann habe ich hier noch mein Holz stehen, also mein gespaltenes Holz. Das habt ihr ja bestimmt gesehen, das Video. Das Holz will ich jetzt gleich in die Gitterboxen reinpacken. Da muss ich dann gleich mal gucken, dass ich das wegkriege, weil ja, der Klotz muss noch gespalten werden und der, den muss ich einmal durchsägen, dann spalten und dann kann der Spalter eigentlich auch rein. Nur der Trecker, der ist momentan ja noch bei meinem alten Haus, fungiert da ja noch als Gabelstapler für die Holzkisten. Und solange der da steht, beim alten Haus, kann ich den Spalter nicht wegfahren, weil der McCormick ja nur Kategorie 1 hat, der Spalter aber ja Kategorie 2 Aufnahme und ich glaube vom Gewicht her würde er ihn auch sowieso nicht heben. So, dann will ich euch noch mal kurz zeigen, was die Grüppelspur macht. Da sind ja auch viele interessiert dran, wie viel hat das gebracht. Tatsächlich muss ich sagen, es hat echt gut was gebracht. Gut, nur hat es natürlich in letzter Zeit wieder ordentlich geschüttet. Man kennt es noch mal nicht anders hier aus der Gegend. Ja, so sieht es jetzt aus. Man sieht, es ist schon ordentlich abgetrocknet. Ich muss jetzt unbedingt wieder nachgrüppeln mit dem Spaten. Da steht natürlich immer noch Wasser drauf. Wie man sieht, hier sind ja auch noch ein paar Pfützen. Die muss ich jetzt noch mir so einen kleinen Graben dahin, so kleine Zuführergraben buddeln und Zuführungsgräben buddeln, so rum. Kleine Grüppen. Und dann kann das Wasser abfließen. Das ist eigentlich ganz cool. Das hat echt gut was gebracht. Das muss man echt so sagen. Vorher stand hier Blankwasser. Also habt ihr ja gesehen, das Video bestimmt. Ja, genau. Das ist so der aktuelle Stand.
mega gut, hat Joko echt gut gemacht. So ein 60 cm Graben bringt schon relativ viel. Und nun war ich am überlegen, was macht man mit der Entwässerung? Drainage, ja, gute Idee, möchte ich auf jeden Fall auch machen. Aber Drainage ist halt ziemlich teuer und das sitzt momentan nicht drin. Und nun hat Heiko, mein Nachbar, hat so einen Tiefenlockerer. Mein Vater hat ja so eine Mausdrainage und mein Nachbar hat so einen Tiefenlockerer mit ja, so drei Zinken, also drei so riesenlange Flacheisen runter und dann sind da unten so kleine Kufen dran, wie so Gänsefußschare so ungefähr. Und dann kannst du halt unter der Urschicht den Boden so ein bisschen anlockern, ne? Vielleicht wäre das noch eine Idee. Muss man mal gucken, dass man da so ein bisschen das Wasser los wird, ne? Genau, so, jetzt gibt es erstmal ein Käffchen und dann geht es an Holz, dass ich hier mal so ein bisschen wieder in Wallung komme. Am Ende sind es zwei volle Kisten noch geworden und noch so ein bisschen Grumselmumsel. Ich habe hier noch ein bisschen aufgeräumt, aber final mache ich es, wenn der Spalter weg ist. Das noch durchsägen, den noch spalten und das Kleinzeug. Und dann kommt schon wieder das neue Holz. So ein bisschen blöd, aber naja, gut. Jetzt ohne Media Mod, Akku war zu schwach dafür. Was ich euch auf jeden Fall noch sagen wollte, wir hatten es ja über diese Handschuhe, ne? Und tatsächlich, ihr müsst euch mal reinziehen, wie sauber die Hände sind. Das ist unfassbar, obwohl die ja nass sind, ne? Also die sind echt wasserdicht, solange die Gummischicht heil ist. Wenn die im Arsch ist, dann auch nicht mehr. Und er hier, ihn kann ich immer noch empfehlen, mache ich zu gerne mitarbeiten, habe ich mir selber gekauft, keine Werbung, nur ein Tipp von meiner Seite, ich verlinke euch das natürlich wieder unten in der Beschreibung. Ich würde sagen, Holz soweit durch, mehr oder weniger, und jetzt geht's rein, weil hier wird es nämlich dunkel. Vorher muss ich allerdings das hier noch abladen. Wird nicht langweilig. So Leute, jetzt geht's noch mal kurz in den Heizungsraum. Bevor es jetzt allerdings in den Heizungsraum geht, möchte ich einmal, mein Werkstattwagen kennt ihr ja. Das Spielzeug habt ihr ja schon in eines der letzten Videos gesehen. Und zwar hat das eine Waage dran. Das ist nämlich kein normaler Wagenheber, kein normaler Hubwagen, sondern mit Waage. Dazu aber später mehr. Das zeige ich euch dann nochmal schnell. Aber jetzt möchtet ihr bitte einmal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was der Hubwagen wiegt, was der hier Werkstattwagen wiegt. So wie er da ist. Komplett mit dem ganzen Zeug drauf, mit der leeren Cola-Pulle drauf, mit dem Ding hier drauf, so wie es hier steht. Was wiegt der Werkstattwagen? Und ihr könnt schätzen bis auf 0,5, ne? Also sowieso 12,5, also 5, zweite Stelle hinter Komma, ne? Genau. Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was wiegt der Werkstattwagen? Und der am nächsten dran ist, der Gewinner, der kriegt nix. Also schreibt es in die Kommentare und ich bin mal gespannt, wer da am nächsten dran ist. So, man sieht, es fängt schon wieder hier an zu schneien und hageln und es ist echt kein schönes Wetter. Und ich habe ja mal, wir haben ja mal das Ding hier eingepackt, das ist leider wieder auseinandergefallen. Da wollte ich das schäumen, habe ich ja erzählt, mit 2K-Schaum, aber der Schaum war irgendwie im Arsch, der war alt. Also hat der auch nicht richtig funktioniert, nur rumgeblubbert, konnte komplett abhaken. So sieht man es, glaube ich, besser. Und jetzt habe ich hier ganz normalen Montageschaum mir gekauft. Sieht man das überhaupt mit dem blöden Licht? Ja, ne, so geht's. Montageschaum gekauft. Jetzt habe ich gerade das wieder zusammengesteckt, was meine Frau damals gebastelt hat. Das wird jetzt ausgeschäumt. Und zwar habe ich hier noch gefunden in der Werkstatt. Das sind so abgeschnittene Weidezaundrehtdrahtstücke. Die habe ich jetzt einfach immer als ja, Piekser genommen und habe dann quasi das zusammengesteckt. Und damit ist das sogar eine relativ feste Konstruktion. Das fülle ich jetzt aus mit PU-Schaum, damit mir das Ding in Zukunft nicht einfriert. Das mit diesen dunklen Balken ist immer blöd mit dem LED-Licht. Dass es in Zukunft nicht einfriert, genau. Weil wir haben immer noch Winter und dann kann der Frost schnell mal kommen. Und letztens bei minus 7 war ich auch froh, dass das Ding da eingepackt ist. Bauschaum ist auch immer ein ganz gefährliches Zeug. Thank you.
So, leer. Aber alles geschafft tatsächlich. Man sieht überall, in jeder Naht und Fuge ist was reingekommen. Ich denke mal, das sollte jetzt sich noch ein bisschen ausdehnen. Und dann ist das erstmal für diesen Winter. Ist nur ein Provisorium. Beruhigt euch, entspannt euch. Es ist einfach nur ein Provisorium. Das jetzt für diesen Winter, weil wir ziehen jetzt in Kürze ein. Corona habe ich ganz andere Sorgen, wie hier jetzt eine schöne Kiste drum zuzubauen mit schöner Dämmung und Glaswolle und so. Das mache ich später im Herbst oder was weiß ich irgendwann, aber es ist auch egal, wann ich es mache, weil so reicht das erstmal, ne? Das ist. Und ich bin mit einer Dose hingekommen. Perfekt, ich hatte auch nicht mehr mit. Also, genau, jetzt geht's. Ich hoffe, ihr habt fleißig in die Kommentare gehauen. Jetzt geht's nämlich an den Hubwagen. Ich bin gespannt. Die Stunde der Wahrheit. Was wiegt das Teil? André. Ich sag 100 Kilo. Komplett so wie da steht, 100 Kilo, sagst du? Ja. Oh, Heiland. Ich schätze, das Ding wiegt locker 200. Ich sag 200 Kilo. Die Jungs haben schon alle in die Kommentare, die Mädels auch, alle in die Kommentare geschrieben gerade. Ich hatte nämlich vorhin, bevor ich da war, ich so, schätz mal. Und jetzt 100 Kilo sagst du, weil ich hatte nämlich ein neues Spielzeug. Moment, ich mach den hier mal an. Zack, der hat nämlich eine Waage drin. Das ist nämlich der Knaller. Ich wollte ja unbedingt Hubwagen haben mit Waage, dass ich dann noch später die Kartoffeln und alles Mögliche wiegen kann. Damit ich die Ernte und alles, also alles wiegen kann und das ist natürlich super. Und das Schöne an diesem Hubwagen ist, erstmal geht er bis 2,5 Tonnen und Abweichungstoleranz 0,05%. Das heißt ja, auf 2,5 Tonnen sind das 1,25 Kilo, kann das sein? Was sagst du, André? Fragst du mich mal. Ja, yes. Ich glaube 0,05% sind 1,25 Kilo Toleranz oder so, also ganz wenig. Da müsst ihr drauf aufpassen, einige Hersteller geben noch nicht mal eine Toleranz an. Da weißt du auch genau, kannst du besser... Weiß er wohl, weil wenn ich schon so einen kaufe, dann soll das zumindest genau sein. Da müsst ihr aufpassen. Ich habe gerade schon mal probiert. Der passt ja auch gerade so zwischen. Ja. So. Und jetzt wollen wir ihn mal anheben. Die Stunde der Wahrheit. 100 Kilo zu 200 stehen im Raum, André. So. So. Oh, Elend. Ah. Ja, André, du bist schon drüber hier, aber ich hier, du bist näher dran, André. Er ist jetzt in der Luft. 128 Kilo. 128,5. 128 Kilo. Komplett so, wie er ist. André hat 100 geschätzt. Nicht schlecht, André. Ich habe mit 200 weit daneben. Wobei ich eigentlich auch immer so... Ja, wenn du den aber voll bestückt hast, dann wird das wohl mehr werden. Ja, wenn er voll ist, jetzt ist ja noch nur das Basiswerkzeug drin, ne? Ja. 128,5 Kilo, da bin ich mal gespannt, was ihr da in den Kommentaren... Der Gewinner, der wird auf jeden Fall mit seinem Kommentar hier im nächsten Video eingeblendet, weil jetzt sehe ich es ja noch nicht, aber im nächsten Video wird auf jeden Fall sein Kommentar hier eingeblendet. Der wird gebührend gefeiert. Ja, geil, ne? Guck, und den Hubwagen wollte ich unbedingt haben, der ist mit Akku-Ladegerät dabei und so. Ich kann euch den gerne in der Videobeschreibung verlinken, wie gesagt, habe ich mir selber gekauft. Ist zwar nicht ganz so... André und ich haben uns gleichzeitig eingekauft, witzigerweise, aber du hast ohne Waage, ja, ne? Ja, richtig, genau. Ja, André hat ganz normal ohne Waage und ich wollte unbedingt mit Waage haben, weil ich... Dann weiß ich, was der Spalter kann ich wiegen, was wiegt der Spalter, was wiegt das Heckgewicht. Viele interessante Sachen, die ich gerne mal wissen möchte. Wir haben auch schon so eine Holzkiste gewogen, aber das zeige ich euch dann später nochmal. Da waren André und ich auch schon am Schätzen, Steinpaletten und sowas. Wir haben schon alles gewogen mit dem Ding. Richtig cooles Spielzeug auf jeden Fall, macht richtig Spaß. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Wir verabschieden uns. Ja. Ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.